Hallo zusammen! Wie von einigen von euch gewünscht, bekommt ihr heute mal eine kleine Einführung in das Thema, wie lerne ich gerade sägen von Hand? Wie immer gilt, meine Methode erhebt jetzt nicht den Anspruch, die ultimativ richtige oder einzige Methode zu sein, wie man sägen lernen muss. Es ist halt nur mehr oder weniger die Methode, wie ich gerade sägen gelernt habe. Für diejenigen unter euch, die jetzt gehofft haben, dass es eine Art magische Sägeanleitung gibt, die gibt es halt leider nicht. Es gibt eine Menge hilfreiche Tipps und Tricks und einige davon werde ich euch heute auch hier zeigen. Aber insgesamt muss man sagen, das gerade Sägen von Hand ist reine Übungssache. Und ihr werdet leider auch nicht drum herum kommen, diese Übungszeit zu investieren. Ich versuche euch jetzt heute nur einen Leitfaden zu erstellen, der euch den Einstieg ins Üben so ein bisschen erleichtert. Kommen wir zunächst mal zur Auswahl des Werkzeuges. Also mir ist durchaus bewusst, dass es eine Vielzahl verschiedener Sägeformen gibt. Aber diese Anleitung bezieht sich jetzt in erster Linie auf die Benutzung Sägen japanischer Bauart. Hier bei Meyer verwende ich vor allem diese Silky Hibiki Ryoba. Ich finde, sie sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, habe aber festgestellt, sie liegt tatsächlich sehr griffig in der Hand, lässt sich sehr gut handeln. Darüber hinaus hat sie typisch für eine Ryoba eine Längs- sowie Querverzahnung, weswegen sie sehr universell einsetzbar ist. An und für sich ist die Ryoba eher eine Zimmermannssäge, aber wie ihr schon in dem Video mit den Teufelszinken gesehen habt, kann auch der Tischler damit sehr feine Arbeiten verrichten. Einen Link zu der Säge findet ihr in den Beschreibungen. Wenn ihr gerade mit dem Sägen anfangt, müsst ihr euch natürlich jetzt auch nicht die teuerste Säge kaufen, die ihr irgendwo finden könnt, aber hütet euch auch ein bisschen davor, zu billig zu kaufen. Und damit beziehe ich mich jetzt vor allem auf Sägen aus der Kategorie Baumarkt. Wenn ihr zu billig Sägen kauft, dann habt ihr damit echt wenig Spaß. Ich hatte schon häufiger das zweifelhafte Vergnügen, so eine Säge in der Hand zu haben. Und bislang immer, wenn ich damit gearbeitet habe, war mein Fazit hinterher, das ist es einfach nicht wert. Der erste und vielleicht sogar beste Ratschlag, den ich für euch habe, und der gilt für alle Arten von Arbeit, hört rechtzeitig auf. Macht eine Pause. Ihr braucht immer erst so ein bisschen, um in die Arbeit reinzukommen. Und dann habt ihr einen Leistungspeak. Und danach fällt es wieder ab. Und wenn ihr versucht, auf Krampf dann noch weiter zu arbeiten, dann kommt nur Müll dabei raus. Macht euch einen Tee, ruht euch aus und dann versucht es nochmal. Kommen wir jetzt zur Anleitung. Zunächst mal, und das klingt vielleicht ein bisschen banal, ist es wichtig, dass ihr euer Werkstück gut einspannt. Es bringt euch nichts, wenn das Werkstück wackelt oder die Werkbank wackelt, weil dann versucht ihr die ganze Zeit nur dieses Wackeln auszugleichen. Euer Schnitt wird krumm und im Zweifelsfall haut ihr euch die Säge kaputt. Des Weiteren, wenn ihr einen Riss habt, der nicht gerade zur Oberkante verläuft, dann spannt euch euer Werkstück am besten so ein, ich hatte es ja bei den Teufelszinken schon erzählt, dass der Riss senkrecht steht. Weil dadurch spart ihr euch die Konzentrationsaufgabe, beim Sägen die Säge krumm halten zu müssen. Mag für den einen oder anderen vielleicht einfacher sein. Dann bei der Handhabung der Säge ist es wichtig, dass ihr die Säge nicht zu verkrampft festhaltet. Denkt immer dran, die Zähne tragen das Material ab und nicht die Kraft. Wenn ihr die Säge zu schnell, zu stark ins Material drückt, kann sie nämlich verkanten und wenn ihr dann zu viel Schwung habt, haut ihr euch im Zweifel die Säge schief. Man kann diese Sägeblätter zwar wechseln, aber das ist jetzt eine Ausgabe, die könnt ihr euch sparen. Wie bei vielen anderen Präzisionsarbeiten gilt auch hier, mit Gefühl, nicht mit Gewalt. Ebenso müsst ihr beim Sägen auf eure Armführung achten. Der Arm muss möglichst linear am Körper vorbeigeführt werden. Wenn ihr den Arm in einem Bogen führt, wird natürlich wieder euer Schnitt krumm und im Zweifelsfall haut ihr euch auch hier wieder euer Blatt kaputt. Um diese Linearität zu gewährleisten, stellt euch am besten leicht schräg zur Hobelbank hin, dann hat der Arm genug Platz, um am Körper vorbeizukommen. Und natürlich muss auch euer Anriss sauber sein. Wenn ihr da einen Versatz drin habt, irritiert ihr euch im Endeffekt nur selber damit. Wenn ihr die Säge ansetzt, sägt im halben Riss. Bedeutet, sägt so an eurer Linie, dass ihr euren Riss ankratzt, aber noch erkennen könnt. Fangt zunächst mal bei einer Ecke an und sägt euch von da aus in die Oberseite eine Führung. Dabei übt keinen Druck auf die Säge aus, lasst die Zähne sich eine Führung einkerben.
Wenn ihr zu fest drückt, kann es sein, dass die Säge in den Jahresring verspringt und der Schnitt wird ungenau. Ihr könnt das Ansetzen der Säge mit dem Daumennagel kontrollieren, aber nehmt die Führungshand von der Säge weg, sobald ihr könnt. Zwar sägt ihr euch, nicht wie beim Arbeiten mit Maschinen, durch Unachtsamkeit direkt die Daumen ab, aber die Säge kann, vor allem bei Längsholzschnitten, schon mal aus ihrer Kerbe hüpfen und das wird dann kurzfristig unangenehm. Japanische Sägen arbeiten immer auf Zug. Wenn ihr also erstmal eine Führung habt, läuft die Säge auch gerade, sodass ihr euch ganz auf das vertikale Eintauchen konzentrieren könnt. Wenn ihr Probleme beim Ansetzen habt, kann auch das Anreißen mit einem Messer und das Anstemmen einer Führungskerbe hilfreich sein. Für den vertikalen Schnitt kippt ihr die Säge nach hinten ins Material. So heißen, ihr sägt so, dass das von euch aus vorne liegende Ende der Führungskerbe nicht tiefer wird. Seid ihr am Sägegrund angelangt oder halt so tief, dass ihr stressfrei nicht weiter runterkommt, dreht das Werkstück einfach um und sägt von der anderen Seite aus mit derselben Technik nochmal. Den Rest, der danach noch im Sägeschnitt stehen geblieben ist, könnt ihr ganz normal gerade fertig sägen. Haltet aber immer Vorder- und Rückseite eures Schnitts im Blick, damit ihr nicht einseitig verlauft oder versehentlich zu tief sägt. Wenn ihr größere Querschnitte sägt, ist es empfehlenswert, immer bis zur Hälfte runter zu sägen und dann das Werkstück immer in die gleiche Richtung weiterzudrehen. Dadurch könnt ihr sicher gehen, dass der Schnitt gleichmäßig wird und ihr das Risiko zu verlaufen reduziert. Und was ihr bestimmt auch schon mal gesehen habt, sind solche Tricks wie mit der Spiegelung vom Werkstück im Sägeblatt. Man kann es machen, wenn es einem hilft. Mir persönlich hilft es jetzt eher weniger, was halt vor allem daran liegt, dass ich schon genug damit beschäftigt bin, mich darauf zu konzentrieren, gerade runter zu sägen und nicht auch noch zusätzlich die Spiegelung zu beobachten. Und spätestens dann, wenn man schräge Schnitte machen muss, wie zum Beispiel bei Schwalben oder bei Zinken, hat dieser Trick halt auch keine Bedeutung mehr. Auch als wenig hilfreich empfinde ich solche Sägeführungen mit Magneten. Auch hier wieder, wenn sie euch helfen, könnt ihr sie gerne benutzen. Aber ich finde, Sägen lernen ist so ein bisschen wie Fahrradfahren lernen. Wenn man das direkt ohne Stützräder macht, dann können sich nicht irgendwelche Fehler einschleichen, die man hinterher mühselig wieder korrigieren muss, sobald man die Stützräder abnimmt. Jetzt zum Ende hin habe ich noch zwei kleine Tipps für euch. Zum einen, wenn ihr euch noch nicht sicher seid in der Handhabung der Säge, aber ihr wollt unbedingt schon mal anfangen, Holzverbindungen herzustellen, dann könnt ihr auch einfach, statt auf dem halben Riss zu sägen, ein paar Mühmeter vom Riss entfernt runtersägen. Und da ist es dann nicht so schlimm, wenn ihr ein bisschen krumm seid. Hauptsache, ihr sägt den Riss nicht an. Wenn ihr dann runtergesägt habt, könnt ihr beim Ausstemmen eure Ausstemmlade mit einer geraden Zulage zur Hilfe nehmen oder zum Beispiel euren Grundhobel und den Rest des Materials zum Riss hin entfernen. Der zweite Tipp, wenn ihr merkt, dass euer Schnitt verläuft, könnt ihr nochmal bis zu der Stelle zurückgehen, wo ihr noch gerade gesägt habt, die Sägehaltung korrigieren und vorsichtig und ohne Druck erneut in euer Werkstück einsägen. Diese Art der Korrektur erfordert allerdings an sich schon ein bisschen Übung und man neigt schnell dazu, überzukorrigieren. Wie ihr seht, ist auch hier keine Zauberei am Werk. Gerade sägen können ist in erster Linie reinste Übungssache. Falls ihr auch mal außerhalb eurer Werkstatt ein bisschen sägen üben wollt, hätte ich noch einen kleinen, unorthodoxen Tipp für euch. Kauft euch euer Brot künftig ungeschnitten. Das erste Mal gemerkt, dass ich besser sägen kann als noch vor der Lehre, war,
Da stand ich morgens in der Küche, wollte mir meine Brote schmieren und stellte fest, dass ich den Laib Brot in absolut gleichmäßige, absolut gerade Stücke schneiden konnte. Ich glaube, das zugrunde liegende Prinzip ist ziemlich ähnlich wie dem beim Holzsägen. Natürlich ist dieser Trick nur mit einem Augenzwinkern zu genießen. Wie immer hoffe ich, dass der ein oder andere dieses Video hilfreich findet. Falls ihr noch offene Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Allgemein gebt mal gerne Rückmeldung, ob meine Tipps euch geholfen hat. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, macht was Kreatives mit eurer Zeit, pflegt mal wieder alte Freundschaften, genießt den Tag und bis bald!